Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spiele ich heute endlich das neue Assassin's Creed Odyssey. Gerade online gekommen und ich würde sagen, ich stürze mir gleich ein Spiel. Ich habe ein paar Voreinstellungen getroffen, ich hoffe, das passt denn so. Und starte ein neues Spiel. Ich grüße mal Michael, der bestimmt wieder reinsehen wird. Ja, hätte ich gedacht, dass ich gleich in Laskin starte, aber na gut. Ah, jetzt. Bereit, mein König. Sag dir, Nickes, bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Aber nun... stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut! Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne! Für unsere Töchter! Für Sparta! Oh, okay. So, zuerst mal vielen Dank an Ubisoft, dass sie die Meldung erst kommt, nachdem wir das Spiel starten. Wir drücken jetzt weg, hoffen, dass es einigermaßen jetzt geht. Ich werde dann einfach, ja, die Treiber dann nach der Aufnahme hier aktualisieren. Ich habe mal 60 FPS eingestellt, das Spiel sollte automatisch, wenn die Sachen drop entsprechend Anti-Aliasing runterschalten, um die FPS zu gewährleisten. Ich bin gespannt, wie das Spiel jetzt läuft und ja, mal sehen. Okay, egal, so fähig kann ich brennen. Okay. Okay. Kann ich auch irgendwie ausweichen? Ich bin schon hier. Oh, okay. Hingerichtet sozusagen. Aber mit der Leertaste weichen wir aus. Das Problem ist nur natürlich der im Fernkampf war fast. Definitiv trotzdem. Yeah!
Ja, komm schon. Okay, das Problem ist ja natürlich. Vielleicht hat er um sich, ne? So. Ja. Ist jemand an der Klippe wohl? Das ist ein Typ, ey. Okay. Xerxes schickt seine Schafe zum Schlachter! Komm, Perser! Ich bringe Xerxes deinen Kopf, du törichter Spartiat! Komm und hol ihn dir! Okay, so geht das. Oh, okay, da hab ich's auch jetzt. Na komm schon. Oh, schon wieder getroffen. Mein Sohn ist mehr Krieger als du es bist. Wenn ich mit dir fertig bin, werden alle Söhne Spartas Xerxes sterben. Spartas Söhne sterben lieber. Das wird sich daran wehren. Ohne deine Armee bist du nicht mehr so vorlaut, was? Warum blutest du dann so stark? Oh, geht doch. Kein Gegner für einen Spartiaten. Das ist Sparta. Ich war euch freigeschaltet. Wow, Blacks haben jetzt 12 FPS. WTF. Wir wurden verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten. Xerxes euch vom Angesicht der Erde. Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen. Und an morgen wird sich die ganze Welt erinnern. Sehr schön. Endlich. Wow, das ist Cas Leyla. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist er. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay, los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Fein hoch, Victoria. Du bist der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Ja, die Lady kennt mich ja schon. Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. Wie normal. Immer ein Schritt nach dem anderen. Verstanden.
Wenn du das alles etwas intensiver erleben willst, kann ich die Einstellung auch später noch anpassen. Hier legst du fest, wie viele Informationen ich dir einspeisen soll, während du im Animus bist. Warte mal. Geführte Modus. Ein eher traditionelles Spielerlebnis. Marke werden zu jedem Ziel angezeigt. Questziel hältst du automatisch. Nee, also ich möchte schon möglichst alles sehen und finden. Gib mir alle Informationen, die du hast. Ich gehe da ganz sicher nicht ohne Hilfestellung rein. Ich helfe doch gern. Du kannst das jederzeit wieder ändern. Hör mal, Layla, bevor du da reingehst, wenn dieses Buch recht hat, werden der Speer und die Geschichte alles verändern. Du setzt viel Vertrauen in eine ziemlich unzuverlässige Quelle. Historiker oder nicht, dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber und in diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber, du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre, das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl genau, bei dir. Und das ist jetzt neu in diesem Spiel. Wir gehen nicht nur stur die Story von einer Person nach, sondern kennen die Auswahl zwischen zwei Charakteren. Und ihr wisst, nehme ich meistens halt die Frau, einfach weil es halt was ist, was ich sonst bin. Dementsprechend spiele ich mit Cassandra in diesem Let's Play. Und ja, es soll anscheinend spielerisch nichts verändern. Der Charakter hat auch keine Stärken, keine Schwächen. Sich rein nur, ja, optische Änderung in dem Sinne. Gut, nehmen wir mal Cassandra. Ja. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit. Wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria, lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Ei, ei, Captain. Okay. Ja, wieder mal im Animus. Wie war es denn schon? Ja, es gab 3 Monate, seit ich das letzte Mal gespielt habe, den Vorgänger. Ich bin so gespannt, wie das Spiel wird. Es soll so cool sein. Ein bisschen anders halt. Ein bisschen mehr offensiv. Wir werden sehen. Sieht so schön aus. Boah, schau das Meer an. Ja, wir sind wieder zurück. Zyklop hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sich in seinen... Für letzte Woche! Malaka! Oh. Der Zyklop sagte, du spielst gern die Harte. Dann sei hart! Komm etwas näher, dann erlebst du es. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Du musst deine Lektion lernen. Wenn der Zyklop mich etwas lehren will, dann soll er selbst herkommen. Leg dich nicht mit dem Zyklopen an! Ja, das ist schon klar. Ich will kämpfen eigentlich. Oh. Boah, cool, was cool parieren.
Das ist doch cool, ey. Boah, das fetzt da. Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Ach, danke für die Warnung. Ach. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Phoebe. Es ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar, bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Cassandra? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Mal schauen, was ihr sagt. Ich werde ein gutes Wort für dich einbringen. Wollen ja nicht sein. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Ach, was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Seit wann gehört ihm ein Weingut? Seit gestern, glaube ich. Also, Markus, der mir noch Drachmen schuldet, kauft ein Weingut? Von welchem Geld? Weiß nicht. Wo kann ich Markus' neues, schönes Anwesen finden? Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Nun, ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Gibt doch nichts umsonst, ne? Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Ach, die leben noch. Oh, mein Kopf. Entscheidung. Die Entscheidungen, die du triffst, haben offensichtliche und verborgene Konsequenzen. Ach du Scheiße. Wäge sie daher gut ab, dass sie sich manchmal auf die Steuer auswirken und dauerhaft Folgen haben. Ach du Kacke, jetzt kommt sowas noch. Lass verschwinden. Genug jetzt. Sagt diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt, schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus und verfüttere es an meinen Vogel. Ich treffe Markus, sobald ich angezogen bin. Okay, wir wurden. Okay, ja, jetzt ganze Bonusinhalte. Hol dir deine Ausrüstung. Okay, jetzt wieder angezeigt. Wir können klettern wieder. Ah, sehr schön. So wie gehabt. Oh, sieht so schön aus, das Spiel. Sehen wir das an. Es sieht so echt cool aus, muss ich zugeben. Aber wie cool das ist, ey. Cool. Ich brauche einen Bogen. Okay. Boah, das sieht schon so schön aus, das Spiel, ey. Boah, ich freue mich so auf das Spiel. Ich hoffe, euch auch. Und ihr euch auch. Weil, ja, leider ist die Folge jetzt schon zu Ende. Ich hoffe, euch hat es bisher gefallen und schaltet unbedingt dann wieder morgen zur nächsten Folge ein. Das Projekt wird jetzt täglich weitergeführt. Ich werde überlegen, ob ich jetzt hier noch eine Folge aufnehme gleich. Und danach schneide, wäre ein bisschen später, aber ja, wir wollten so sein. Gut, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und
Schaut doch gerne was in den Kommentaren für die, jeder, der jetzt reinschaut. Würde mich sehr freuen, euch zu lesen. Bis dann und bye bye. Ja, leider ist die heutige Assassin's Creed Odyssey Folge schon wieder vorbei. Wenn ihr aber keine weitere Folge verpassen möchtet, schaltet unbedingt morgen wieder ein oder hinterlasst mir ein Abo oder schaltet einfach in ein anderes Let's Play rein, das hier gerade verlinkt ist. Bis dann und bye bye.